Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der 18. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an. Wir haben die Winterpause überstanden. Was ich noch dazu sagen möchte, bevor es gleich losgeht: Es ist momentan ja mit Wechseln und Verletzungen und vor allem auch mit Corona absolut schwierig vorauszusagen, wer wird jetzt am Wochenende spielen können. Vielleicht wird das ein oder andere Spiel sogar verlegt. Das kann ich hier nicht alles berücksichtigen. Ich habe es so gut probiert wie möglich. Das hier ist am Ende bei rausgekommen. Alle Spiele, alle in der Zusammenfassung, also keine Konferenz, aber alle Spiele relativ ausführlich in der Zusammenfassung. Ich hoffe, es gefällt euch. Am Ende würde ich mich dann natürlich über Daumen und ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten und viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's mit Bayern gegen Gladbach. Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern München empfängt am Freitagabend Borussia Mönchengladbach. Die Bayern extrem Corona-geschwächt und nichtsdestotrotz steht da eine schlagkräftige Truppe auf dem Feld. Borussia Mönchengladbach erstmal in der Defensive beschäftigt und nach 7 Minuten gab es die erste große Chance für natürlich Robert Lewandowski. Der versucht sich aus der zweiten Reihe. Bis dahin war es schon ein Sturmlauf der Bayern, aber sie kamen nicht durch. Gladbach stand zunächst erstmal sattelfest. Es war aber wirklich ein Spektakel, was die Bayern nach vorne ablieferten. 10 Minuten gespielt, die nächste gute Möglichkeit. Wieder ist es Jan Sommer im Tor der Gästeelf. Normalerweise liegt Borussia Mönchengladbach her, der FC Bayern, ziemlich gut. Im Hinspiel standen da die Münchner vor einer richtigen Problemlage. Hier erstmal auswärts noch nicht ganz so ein guter Auftritt. Über eine halbe Stunde schon gespielt, dann auch tatsächlich mal die Gäste mit Luca Netz. Der bringt die Flanke, die ist sehr gut. Lars Stindl knapp am Tor vorbei. Sven Ulreich irrt da ein bisschen durch den 5-Meter-Raum, hat dann Glück, dass der haarscharf wirklich am Winkel vorbeigeht. Kurz vor dem Seitenwechsel nochmal die Bayern. Sabitzer, Müller weitergeleitet zu Serge Gnabry. Und da ist das 1:0. 42. Spielminute. Doch der Führungstreffer verdient unter dem Strich. Etwas ärgerlich so kurz vor der Pause aus Gladbacher Sicht. Ging mit dem 1:0 erstmal in die Pause. Durchgang 2. Süle mit dem Fehler. Stindl passt auf. Kone bekommt den Ball, Kone auf Embolo, der mit der Hacke zu Stindl, der weiter zu Hermann, Stindl, Ausgleich. 49. Minute, das 1:1, Lars Stindl da im Rückraum etwas zu frei, Ulreich streckt sich, kann aber nicht mehr um den Pfosten lenken. Es wurde ausgeglichener, der FC Bayern München aber nach vorne noch lange nicht kaltgestellt. Davis sieht Musiala. Thomas Müller. Ansatzlos. 2:1, die erneute Führung für die Bayern und was für ein Tor. Manchmal hat Thomas Müller auch solche Tore drauf. Noch eine Viertelstunde auf der Uhr mit Nachspielzeit eingerechnet und Embolo sagt, das was Müller kann, kann ich schon lange. 77. Das 2:2, es war ein Spektakel und die Bayern hatten mit Gladbach mal wieder so ihre Probleme. Es wurde in der Defensive jetzt nicht mehr viel hinbekommen, sodass die Offensivreihen machen konnten, was sie wollten. Müller 3:2, 81. Minute. Unglaublich, was für eine zweite Halbzeit. Sommer kommt nicht mehr ran. Aber noch einmal Borussia Mönchengladbach. Das Spiel wollte zum Glück kein Ende nehmen für den neutralen Zuschauer. Extrem spannend. Hermann mit der Flanke auf den zweiten Pfosten und Thüram erreicht den Ball sogar. Hätte nicht im Abseits gestanden, der Treffer hätte gezählt. Setzt den aber etwas zu hoch an, wird davon Kimmich auch noch gestört. Der Ball geht über das Tor rüber, sodass Gladbach nicht mehr zum Ausgleich kam. Der Endstand 3:2. Etwas glücklich, aber nicht unverdienter Sieg. Borussia Mönchengladbach hat sich aber gegen die Bayern mal wieder richtig teuer verkauft. Samstagnachmittag, der SC Freiburg trifft auf Arminia Bielefeld im heimischen Europaparkstadion.
Die Anfangsphase ging aber an die Arminen. Etwas mehr als 5 Minuten gerade mal von der Uhr. Freistoßposition aus dem rechten Halbfeld. 30 Meter Torentfernung ist natürlich eher eine Flankenposition. Schöpf zu Nilsson. Die Partie beginnt mit einem Paukenschlag. Und wir sehen es, wie sich da Flecken streckt, den aus dem Winkel an die Latte kratzt. Eine sensationelle Parade, die den frühen Rückstand aus Freiburger Sicht verhindert. Die Breisgauer davon aber auch wie aufgeweckt. Höhler raus zu Kevin Schade. Der sieht wieder Höhler und der macht das 1:0 nach einer knappen Viertelstunde. Bielefeld, das sich etwas gefangen hatte vor der Winterpause, aber trotzdem nicht mit dem Kopf im Sand. Schöpf, nächste gute Möglichkeit. Schöpf, der auffälligste Offensivakteur, wenn es keine Abschlüsse waren, legte er gerne mal auch was auf. Aber wieder Flecken, der einfach auch eine überragende Quote hat in dieser Saison, hält das 1:0 fest. Die erste Halbzeit ging dann so ein bisschen vor sich dahin, deswegen gab es auch keine weiteren Torchancen, sodass wir schon in den zweiten Durchgang springen. Da aber in die Anfangsphase. Der SC Freiburg wirkte einfach sehr stabil, extrem gefestigt auf Champions League-Kurs, was der Platz angeht. Da kann man auch so einen Schuss mal locker aus der Hüfte holen. Jeong drückt ab. Stefan Ortega, der wieder zurück war im Kasten, lenkt den drüber. Wir schauen uns den Eckstoß an. Da sind die Freiburger extrem gefährlich mit Günther und Grifo, der von Grifo reingebracht. Und Bielefeld kann es nicht bereinigen. Schade nochmal raus zu Grifo. Schade, wieder Grifo. Bielefeld ohne Zugriff. Grifo zu Jeong. 2:0. 52. Minute. Da bekommen die Bielefelder die Szenerie einfach nicht geklärt. Das weiß Freiburg dann eiskalt auszunutzen. Und diese Phase weiterhin in der Art und Weise vorherrschend, sodass Freiburg nachlegen konnte. 3:0 in der 59. Bielefeld musste jetzt aufpassen, dass ihn das nicht komplett entgleitet. Torverhältnis, da stehen sie ja da unten durchschnittlich da. Nicht ganz so katastrophal wie Greuther Fürth. Nach vorne kam dann erst in der 74. Minute mal wieder etwas nach einer Standardsituation. Kopfballaufsetzer von Amos Pieper. Sieht dann Flecken aber auch ja, im Ansatz, dass der über die Latte geht. Auch wenn nicht so viel fehlte, ansonsten hätte Flecken den sicherlich auch halten können. Und immer diese Standardsituation beim Sportclub. Günther, diesmal diese Kombination. Grifo auf Günther, der ist normalerweise nicht so häufig im Strafraum zu finden. Hier setzt er den Kopfball ein bisschen zu hoch an. Und der SC Freiburg holt sich das Ding, nimmt die nächsten 3 Punkte mit, gewinnt 3:0 souverän gegen den deutschen Sportclub aus Bielefeld. Die Arminia verliert und muss wirklich aufpassen. Es sieht nicht so gut aus. Bayern 04 Leverkusen trifft auf den ersten FC Union Berlin. In der Bay Arena Leverkusen mit breiter Brust starten sie rein. Diaby nach Sperre zurück. Der versprüht hier richtig Esprit. Guter Auftakt in diese Partie. Florian Wirtz hatte eigentlich viel zu viel Platz um sich rum. Friedrich und Knoche kommen zu spät, aber Andreas Lute ist auf dem Posten und kann den halten. Die Auftaktphase aber sehr drückend, Union richtig unter Druck, wird zu Bakker. Wieder Lute, gerade mal 7 Minuten gespielt. Bakker, der gut startete in die Saison, dann ausfiel längere Zeit. Jetzt ist er wieder mit von der Partie und das zahlte sich auch aus. Doch an Lute bis dahin noch kein Vorbeikommen. Die Viertelstunde-Marke gerade geknackt. Union Berlin fand noch nicht in ihr Spiel. Demir Bay zu Adli. Wieder Demir Bay. Der sieht Robert Andrich. Der macht das 1:0. Gegen seinen Ex-Club trifft er zum vollkommen verdienten 1:0.
dann diese Kontersituation. Becker von Kruse in Szene gesetzt, aber Geraldo Becker behält nicht die Nerven. Bleibt nicht abgezockt genug vor Radetzky. Der bleibt einfach nur stehen, lässt dann auf Nummer sicher abprallen. Aus der Ecke resultierte nichts. 1:0 nach 45 Minuten, das ging so komplett in Ordnung. Leverkusen die deutlich bessere Mannschaft. Aber Union zeigte sich zumindest kurz vor der Pause dann auch etwas gefährlicher. Durchgang 2 startete dann aber wie schon der erste mit Angriffen von Leverkusen. Andrich, Adli, 2:0. Amin Adli, der auch im Laufe der Saison jetzt mittlerweile echt schon eine Steigerung hingelegt hat. Hier markiert er die erhöhte Führung. Und Leverkusen wollte das Ganze jetzt entscheiden. Hier gar nicht nochmal irgendwie Zweifel an den Dreier heranlassen. Wird's Schuss aber von der Wade von Marvin Friedrich abgefälscht. Dafür lässt er sich auch von Robin Knoche feiern. Und Union wäre nicht Union, wenn sie sich schon aufgeben würden. Kruse. Wieder so ein guter Pass zu Grischa Prömel. Der Anschluss. Und noch über 5 Minuten zu spielen. Die Hoffnung auf zumindest einen Punkt. Sie war zurückgekehrt. Und es sollte noch die eine Möglichkeit geben, weil Leverkusen trotz der Führung weit aufrückte. Das in der Schlussphase kann tödlich sein. Becker. Kruse, wieder gut weitergeleitet. Gieselmann, nicht im Abseits. Gieselmann haut ihn aber vorbei. In der ersten Minute der Nachspielzeit die Riesenmöglichkeit zum 2:2. Aber er verzieht deutlich. Leverkusen rettete also das 2:1 über die Ziellinie. Mit Hängen und Würgen holen sie sich den ersten Dreier in der Rückrunde und Union fährt mit leeren Händen nach Hause. Der VfB Stuttgart zu Gast bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Ein Duell im Keller. Am ersten Spieltag ging diese Partie sehr deutlich an die Schwaben. Greuther Fürth mittlerweile zumindest ja einmal gewonnen. 5 Punkte nach 17 Spielen reichen aber nicht mal zum 17. Platz. Das ist ganz klar. Aber sie probierten sich hier nach vorne zu spielen. Sie wirkten ja zumindest in den letzten Spielen etwas stabilisiert. Hier der Freistoß von Willems ist aber alles andere als gefährlich. Aber die Stuttgarter, sie hatten ein wenig Schwierigkeiten hier in der Anfangsphase. Seguin zu Hrgota, der sieht Timothy Tillman. Das 1:0 für den Tabellenletzten der VfB Stuttgart in der Defensive zu dem Zeitpunkt noch nicht so sattelfest. Da schüttelten die Gäste dann nach einer Weile aber ab, etwas selbstbewusster. Kalajdzic wieder dabei und der ist so wichtig. Sascha Kalajdzic, 22. Minute, auf den kann man einfach nicht verzichten. Der hat sowas von gefehlt in der Hinrunde. Der soll jetzt unter anderem für den großen Umschwung sorgen. Vor der Pause nochmal Stuttgart. Massimo. Immer die Flanken zu Kalajdzic. Unglaublich, dass er den vorbeisetzt. Aber was der ausdünstet für eine Torgefahr, das ist schon allerhand. Und der hier geht wirklich knapp am Tor von Sascha Burchardt vorbei. Ging also erstmal mit dem 1:1 in die Pause. Fürth mit dem besseren Beginn. Stuttgart übernahm dann aber das Kommando so ab der 20. Minute. Auch Durchgang 2 ging dann erstmal an den VfB. Sosa setzt sich da gut durch. Förster zu Chris Führig. Und was für eine Parade von Sascha Burchardt. Das muss man sich gleich in der Wiederholung nochmal anschauen. Verdeckter Schuss, dann ist er blitzschnell da, fährt die Hand aus. Super Reflex. Den noch zu halten, ist nicht selbstverständlich. Der VfB aber nun immer besser. Führig. Sieht Mangala. Führig wieder. Der sieht Kalajdzic. Kommt nicht durch, aber Endo staubt ab. Wataru Endo. Mit dem 2:1 für den VfB Stuttgart. Da ist selbst ein
Gut aufgelegter Burchard. Geschlagen. Die Elf von Pellegrino Materazzo jetzt auf dem Weg zur Entscheidung. Mit Führich aus der Drehung den Winkel anvisiert. Er lässt ihn eigentlich schon ganz gut über den Schlappen rutschen. Aber er biegt sich doch nicht ganz hinein in den Winkel. Von Greuther führt nichts zu sehen im zweiten Durchgang. Jetzt kamen sie aber mal mit Willems, Tillmann. Hrgota in die Mitte zu Nielsen. Müller am Ball vorbei. Nielsen hält den Fuß rein. Der Siegtorschütze vom historischen Sieg gegen Union Berlin macht hier das 2:2 und sichert Greuther Fürth am Ende zumindest einen Punkt. Klar ist aber auch, mit diesem Resultat kann wirklich keine der beiden Mannschaften leben. Die TSG aus Hoffenheim spielt doch eine überraschend stabile Saison. Nun zu Gast die Fuggerstädter, die sich immerhin beim 0:0 gegen Greuther Fürth und vorher beim 1:1 gegen Leipzig doch sehr gut verkauften. Also die Fuggerstädter im Aufschwung und so auch hier Hoffenheim in der Defensive. Baumann irrt da durch den Strafraum, dann Baumann nochmal. Was für ein Fehler! Zikiri mit dem 0:1. Drei Spiele in Folge, ja ungeschlagen. Auch das 2:0 vorher in Köln nicht zu vergessen. Der FC Augsburg schraubte daran, wieder mal es allen Kritikern zu zeigen. Rekordtransfer Pepi noch nicht mit von der Partie. Aber es war trotzdem ein starker Auftritt, weil sie auch die Fehler von Hoffenheim ausnutzten. Da bekommen sie den Ball nicht rausgeschlagen. Das wird eiskalt bestraft. Hoffenheim bis dahin völlig von der Rolle. Knapp 10 Minuten vor dem Seitenwechsel. Dann endlich mal was von Kramaric und Bebu. Aber Giekiewicz streckt sich. Und Bebu kann es nicht fassen. 0:2 nach 45 Minuten. Kramaric und Co. noch etwas bedient. André Kramaric, der in der nächsten Szene im Fokus stehen sollte. Bebu auf Kramaric. Der läuft, hat viel Platz. Kramaric läuft weiter, hat viel Platz und zieht dann ab. 50. 1:2. Dass der da so laufen darf, ist natürlich auch unfassbar. Was für ein Bock von der Augsburger Hintermannschaft. Kommt keiner mehr ran. So plötzlich, die sind zweimal wieder in der Partie. Aber defensiv 18:99 nicht so richtig auf der Höhe. 63. Minute, nächste gute Möglichkeit. Der FC Augsburg zwar schon effizient, aber es gab auch immer wieder Chancen, das noch auszubauen. Hier vergibt Hahn, der deutlich zu zentral abschließt. Doch Hoffenheim kam nicht so richtig in den Auftrieb, trotz des Anschlusstreffers kurz nach der Pause. Stattdessen weiterhin der FCA. Hahn sieht Vargas, ein Tänzchen. Hahn gelupft zu Caligiuri. Was für eine Abnahme. Den versenkt er perfekt zum 1:3. Baumann mit den Fingerspitzen noch dran. Vom Innenpfosten geht er aber rein. Die Partie war entschieden. Hoffenheim machte nicht mehr die Anstalt, nochmal aufzuwachen. So kam nochmal der FCA mit Arne Meyer. Und der hinein ins Glück. Da kann man nur zuschauen, staunen und sich eines wunderschönen Tores erfreuen. 1:4, heftige Klatsche für Hoffenheim. Und das dürfte Sebastian Hoeneß überhaupt nicht gefallen haben. RB Leipzig gegen den ersten FSV Mainz 05. Tabellennachbarn, Platz 10 gegen Platz 9. Das Hinspiel gewann der erste FSV Mainz 05. Etwas überraschend, aber man sah dann im Laufe der Hinrunde bei Leipzig, es läuft eben nicht alles rund. Mittlerweile auch ein neuer Trainer, Domenico Tedesco, auf der Bank. Es war ein anderes Offensivspiel nun, aber eben auch gegen sehr starke Mainzer. André Silva, Klostermann mit der ersten guten Aktion. Robin Zentner hält den Ball, wehrt ihn zur Ecke ab. Haben wir eben gesehen. André Silva war ja noch
kurzfristig in Quarantäne, aber konnte dann rechtzeitig unter der Woche wieder ins Training einsteigen. Nun auch mal was vom ersten FSV Mainz 05. Jaesung Lee, was für ein genialer Pass. Aber Onisivo lässt die liegen. Diese Chance, die eigentlich ein Tor zur Folge haben muss, viel zu zentral abgeschlossen. Das ist dann relativ leichtes Spiel für Gulashi, der mit seiner Erfahrung lange stehen bleibt und den dann doch ohne Probleme halten kann. War durchaus unterhaltsam, diese Partie. Nicht allerfeinste Klinge, aber es sah schon ganz gut aus. Silva zu Soboschlei. Und auch das eigentlich eine Torchance, die in ein Tor münden muss. Aber so war es nicht. Es ging torlos in die Pause. Also durchaus unterhaltsam hier in Leipzig. Aber es fehlte noch das Gold. Die goldene Ummantelung um dieses Spiel. Kevin Campbell vielleicht mal. Guter Pass. Paulsen. Aber in der 49. Minute im Abseits. Und das war haarscharf. So könnte es gehen. Starker Ball von Campbell, Mainz, aber auch mit 5-6 Mann im eigenen 16er. Da war schwer durchzukommen. Leipzig drückte nun aber. Klostermann zu Soboschlei. Stunde gespielt. Sehr guter Kopfball. Der senkt sich dann noch, wäre aber wohl auf die Latte gegangen. Vielleicht sogar komplett drüber. Zentner streckt sich und geht auf Nummer sicher. Das sei ihm hier in dieser Situation gestattet. Die Einschläge, sie kamen näher. Wieder Soboschlei. André Silva auf der Außenposition, auch nicht so häufig zu sehen. Soboschlei, Silva, nochmal das Auge für Angelino. Kevin Campbell aus der Drehung. Aber Hack hält den Fuß rein. Ganz wichtig, sonst wird's brutal gefährlich. Logisch, da gibt's das Lob vom Kollegen. Der anschließende Eckball. Auch nicht ungefährlich, Silva. Mittlerweile ein unglaubliches Chancenplus von Rasenballsport, aber der Treffer, er wollte immer noch nicht fallen. Keine 10 Minuten mehr zu spielen. Noch einmal Leipzig. Aaron klärt erstmal. Campbell bleibt in der Szene drin. Mainz, sie sehen das. Die kommen gar nicht raus. Die stehen da mit 8 Mann im 16er. Unglaublich. Campbell, Soboschlei, trotzdem die Chance für Paulsen. Aber auch das wurde nichts mehr. Robin Zentner, Man of the Match. Denn die Partie endete torlos mit 0:0. Ausgeglichene erste Hälfte, im zweiten Durchgang Leipzig ganz klar überlegen. Sie schafften es aber nicht, den Ball an Zentner vorbeizubringen. Und so bleibt es eben bei diesem 0:0. Das Topspiel am Samstagabend zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund hat tatsächlich diesen Titel mal wieder verdient. Frankfurt in extrem guter Verfassung gewesen vor der Winterpause. Der BVB, nun ja, das 3:2 gegen Hertha BSC, das war doch wirklich schon ein herber Rückschlag. Die Meisterschaft kann man damit wohl abschminken, aber hier konnte der BVB erstmal gut Eindruck schinden. Brandt mit der Erstmöglichkeit gehalten von Trapp, aber sehr guter Anfang vom BVB. Eintracht Frankfurt brauchte hier ein bisschen was, um reinzukommen. Guerrero mit der Flanke. Trapp kommt raus, ist auch dran. Reus mit dem Kopfball. Und Trapp verschätzt sich. 12. Minute, 0:1. Trapp geht zu langsam zurück und im Rücklaufen ist er dann nicht mehr in der Lage, den um den Pfosten zu wischen. Das ist ohne Frage ein Torwartfehler. Normalerweise ist das für Kevin Trapp einer, den er im Zweifelsfalle noch rausköpfen kann. Aber der BVB machte eben auch gut Druck. Guerrero gut gegen Schändler, zu einfach natürlich auch. Haaland mit dem Kopfball aus 11 Metern in der 18. Spielminute.
erinnerte ein bisschen an die Anfangsphase aus Frankfurter Sicht an das Spiel gegen Leverkusen. Da lag man ja 2-0 hinten, wusste am Anfang auch nicht, wo hinten und vorne ist und oben und unten vor allem. Hier zog sich das über die halbe Stundenmarke hinaus. Reus, nächste Chance, aber diesmal ist es eine ganz starke Parade von Kevin Trapp, der seinen Fehler damit wieder wettmacht. Klar, kurzes Eck, aber der wäre sowas von wuchtig oben eingeschlagen. Den muss man so dann auch erstmal aus der Distanz noch rauskratzen können. Der anschließende Eckstoß. Rafael Guerreiro machte Extrembetrieb. Hummels steigt hoch. Ist natürlich wieder ein anderer Schnack, diese Viererkette, die jetzt beim BVB mit Hummels und Guerreiro auf dem Feld steht, als noch beim Spiel gegen die Hertha. Und das merkte man, extreme defensive Stabilität und nach vorne eben auch hier und da mit guter Durchschlagskraft. Frankfurt musste sich jetzt aber von einem anderen Gesicht, von einer anderen Seite zeigen, ein anderes Gesicht zeigen, was sie ja auch eigentlich können. Aber der Anfang in Halbzeit 2 war nicht gerade vielversprechend aus Frankfurter Sicht. Thorgan Hazard. Sehr gut dieser Schuss. Noch besser die Parade von Kevin Trapp. Von Frankfurt musste jetzt natürlich viel, viel mehr kommen und es kam mehr mit Daichi Kamada. Guter Ball auf Boré. Kobel steht da eigentlich nicht perfekt platziert. Zu weit vorm Tor. Boré will ihn über ihn hinüber köpfen, aber das funktioniert in dieser Situation überhaupt nicht. Kein gutes Timing des Stürmers. Aber Frankfurt wurde jetzt besser. Wieder Kamada, über den ging viel. Der verteilte nur so die Bälle. Lindström. Schändler, Lindström wieder. Djibril Sow raus zu Lindström. Kamada, 1:1. 60. Minute, der Ausgleich. Und das war zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr ganz aus dem Nichts. Dieser Treffer für die Adler. Geduldig rausgespielt. So mit einem guten Moment sieht Lindström starten. Der legt nochmal quer. Kamada kommt von hinter dem Ball, daher kein Abseits. Und Kobel kann man da überhaupt keinen Vorwurf machen. Es entwickelte sich nun ein offener Schlagabtausch und der BVB in der Defensive nun etwas anfälliger. Viel Platz, zu viel Platz natürlich. Am zweiten Pfosten wieder Kamada, Kobel und irgendwie dann Hummels am Ende. Super Flanke auf den zweiten Pfosten. Kamada nicht im Abseits, Kobel reißt den Arm hoch und kann dann noch den Einschlag gerade so verhindern. Nur wenige Augenblicke später. Jakic zu Boré. Wieder Kobel. Unglaublich, wie sich diese Partie gedreht hat. Ab der 50. Minute spielte nur noch Eintracht Frankfurt. Der BVB. Er kam selten mal nach vorne. Aber jetzt nochmal in der Schlussphase. Brandt, Reus. Marco Reus, Haaland, Trapp mit dem Ball in der Hand. Aber was macht der da? Brandt, Haaland, Lupfer von Hazard. Aber Trapp ist rechtzeitig zurück im Tor und bügelt seinen Fehler wieder selbst aus. Ein Fehler im Spiel, der zum Gegentor führt. Der reicht dann auch. So blieb es beim 1:1. Dortmund in der ersten Hälfte klar besser, Frankfurt in der zweiten. Und somit geht dieses Resultat unter dem Strich vollkommen in Ordnung. Sonntagnachmittag, die Hertha trifft auf den ersten FC Köln. Die Geißböcke in den schwarzen Trikots mit einer wuchtigen Anfangsphase. Steffen Baumgart, Powerfußball. 0:1, Anthony Modest. Wer sonst, möchte man fragen. Schwolo alleingelassen, der Abschluss richtig gut. Aber die Hertha, die zeigte sich unbeeindruckt. Was Modest kann, sagt sich Richter, kann ich schon lange. Marco Richter vielleicht der beste Herthaner in der Hinrunde. Hier mit dem nächsten Streich. Belfodil sieht Darida
Normale Tore gab es hier nicht. Es wurde einfach immer mit 100 km/h und gib ihm Spiel gedreht, 2-1 für die Hertha. Belfodil hier aber mit dem Fehler. Modest, Duda, super Pass. Marc Uth zum 2:2 in der 41. Minute, wo Hertha gegen Köln draufstand. Da war Spektakel drin. Es war nicht unbedingt zu erwarten. Klar, Köln auf der einen Seite steht für diesen Hurra-Fußball, die Hertha doch eigentlich eher nicht. Aber das hier, das war ein faszinierendes Fußballspiel, weil beide vor allem in der Defensive nicht gut waren. Zweiter Durchgang, wieder die Hertha. Richter, Belfodil, Achtung, Achtung! 3:2, Ishak Belfodil in der 50. Minute. Was ist das für ein Tor, bitte? Es war nicht zu fassen an diesem Sonntagnachmittag. Duda mit dem Ballverlust, Jovetic auf Belfodil. Und das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Und trotzdem wird es nicht langweilig. 75. Minute. Fast eine Kopie, diesmal etwas dichter dran, aber wieder in den Knick, wieder in die gleiche Ecke. Unglaublich, was hier rausgeholt wurde. Aber Köln ist einfach nicht die Identität von Steffen Baumgarts Mannschaften. Sich dann aufzugeben, 2 Tore Rückstand, ist doch egal. Weiter nach vorne, weiter Power, Uth hier. Schwolo aber hält. Der anschließende Eckball. Hertha kriegt es nicht geklärt. Kilian. Andrej Duda, Andrej Duda, 4:3, 81. Minute. Der Ex-Hertaner mit dem Anschlusstreffer. Alles wieder offen. Und es war noch genug Zeit, hier auf 4:4 zu stellen. Allerdings wurde daraus nichts mehr. Der erste FC Köln konnte sich nicht mehr komplett zurückkämpfen. Verliert 4:3, spektakulär bei Hertha. Ein Unentschieden wäre sicherlich verdienter gewesen, aber das ist eben Fußball. Der Abschluss des 18. Spieltags vom VfL Bochum gegen den VfL Wolfsburg ausgetragen. Die Wölfe unter Kohfeldt, sie stehen richtig unter Druck, der VfL Bochum steht besser da in der Tabelle. 12. gegen 13. Und der Tabellenzwölfte, der VfL Bochum, er wirkte erstmal besser. Hier im heimischen Ruhrstadion ja sowieso sehr unangenehm zu bespielen. Und so auch hier die erste Aktion für die Gastgeber. Dann auch mal der VfL Wolfsburg, Riedle Baku. Weghorst, wieder Baku. Riemann aber auf der Hut in der 14. Minute verhindert das 1:0 für die Gäste. Hebt eigentlich zu früh ab, ist aber trotzdem rechtzeitig da mit dem Arm und kratzt den zur Ecke. Durchaus ein offenes Spiel und der VfL Bochum wusste auch teilweise spielerisch zu überzeugen. Das ist Danilo Soares, verliert den Ball an Lacroix, aber Leitsch setzt nach. Löwen, super Pass! Und was für eine Chance für Asano. Den muss er natürlich machen. Das ist auch eine gute Parade von Kuhn Castells, aber trotzdem aus der Distanz muss der sitzen Asano. Das weiß er auch selber. Torlos ging es erstmal in die Pause. Ein langweiliges Fußballspiel war es aber trotzdem nicht. Zweiter Durchgang, der VfL Wolfsburg mit der nächsten Offensivaktion. Mit Asta Franks, Waldschmidt, Arnold zu Weghorst und jetzt wird es ein bisschen kribbelig. Weghorst, Gerhard, sie kommen einfach nicht durch. Roussillon versucht es nochmal, Gamboa hat den Ball. Wir sehen das ungefähr aus Riemanns Perspektive. Ja, und immer noch ein Fuß dazwischen. Bochum stemmte sich mit aller Kraft gegen den Gegentreffer. Doch der VfL, er wurde nochmal eine Stufe besser. Steffen zu Weghorst. In der 68. Minute war es dann soweit. Die Nummer 9 des VfL Wolfsburg
trifft zum Führungstreffer. Bekommt den Ball hier direkt wieder. Lässt Riemann da keine Chance. Hat aber auch zu viel Platz. In dem Moment die Bochumer in der Defensive dann mal nicht handlungsschnell genug. Da ist der Einschlag schon da. 20 Minuten noch zu spielen. Bochum nur sehr, sehr selten mal nach vorne unterwegs. Dann auch mit dem 1:1, aber die Fahne ging dann doch relativ schnell hoch. Es war eine sehr deutliche Abseitsposition. Freistoß aus dem Mittelfeld. Asano verlängert, aber dann ist das so klar und deutlich. Vielleicht wäre der Ball auch so reingegangen. Man möchte nicht mutmaßen. So blieb es allerdings beim 0:1. Bochum schlägt sich wacker, aber verliert gegen die Wölfe. Jo, das soll es mit dieser Prognose gewesen sein zum 18. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch in der Länge mal wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn es eben euch gefallen hat, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.